kommt gelb hin, gelb. Gelb. Das ist aber cool. Ich finde es gut. So, jetzt brauchen wir da rot. Kommt da hin. Rot. Schwarz oder grau. Gelb nochmal. Da. So, dann brauchen wir immer blau und dann noch orange. Yeah. Das könnte nützlich sein. Ungeschnittener Stoff. Das finde ich ja schön, aber was soll mit den Knöpfen am Ende rauskommen? Ich dachte, da kommt jetzt so eine weiße Jacke raus mit bunten Knöpfen oder so. Aber der Stoff mit den Knöpfen? Um Gottes Willen. So. Das heißt, hier sind wir fertig. Auf ins Haus. Rein in die Schneiderwerkstatt. So, was war jetzt? Genau, jetzt müssen wir es zurechtschnippeln. Ach so, ich dachte, die Schere wäre fürs Schaf. Ich weiß noch nicht, welche Form ich ausschneiden soll. Schnittmuster. Oh, Kind, nein! Dein Ernst? Jetzt webt sie diesen Stoff so voll mühsam und schert den selber und ordnet so das Schnittmuster an? Könnte ich mich jetzt ja gerade aufregen. Also, so ein echter Schneider bin ich gar nicht. Mal sehen, ob ich das mal, ob ich einen Mantel nähen kann. Nee, du kannst nicht nähen. Wie kann man denn das Schnittmuster so anordnen? Bist du bescheuert? Es ist doch logisch, dass man das Schnittmuster so anordnet, dass du möglichst wenig Stoff verbrauchst. Oh Gott. Ich kann mich jetzt richtig aufregen. Wie kann man denn so ein Schnittmuster anordnen? Oh! Ungenähter Stoff. So, meine Mutter hat genauso eine Maschine, Pedal betätigen. Unvollständiger Mantel. Ich brauche eine letzte Sache, um den Mantel festzunehmen. Die Knöpfe. So. Ich glaub's ja. So. Schön ist der Mantel auch nicht. Wöge. Aber Kleidung, aber einer Sack. Gabba, gabba. Ich komme mir voll bescheuert vor wegen den Geräuschen. Das Buch beschreibt magische Kreaturen, gute wie böse. Zeitungenblättern. Ach ja. Genau, das ist das Viech. Huch. Fiona, Migna, Kelpie. Nein! Na, Kelpie, Migna, See. Das war dieses Vieh, wo ich meinte, das sieht aus wie eine Mischung aus Pferd und Nest. The Hobgoblin was convinced that a creature called a Kelpie knew something about Fiona's capture. You know those stories about Kelpies luring people underwater? If I had only listened, maybe I could have prevented what was about to happen. Kapitel 3, das Monster. Ja, okay, das Kelpie sieht nicht sehr cool aus. Fiona und das Kelpie. Fiona wirkt nicht mehr wie ein kleines hilfloses Mädchen in dem Sack des Kobolds. Er hatte nichts gestohlen, er sammelte darin nur Andenken. Fand ich ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Fiona dem Kelpie etwas gibt. Ich weiß nur, dass Kelpie keine Kinder unter Wasser locken. Warum sollte Fiona nur mit so einem Monster reden? Kobold will, dass wir zu dem See reisen, um uns mit dem Kelpie zu stellen. Gaba, Foto von Fiona, Anna Podest. Ach so, Podest, sorry, ja. Lateinunterricht, scheiße. ja, da gibt es die Vokabel Podest, deswegen war ich jetzt gerade gefragt nicht. Oha. Und jetzt?
Wer sagt es mich herbeizurufen, du törichte Sterbliche, niemand überlebt, wenn er nicht etwas im Gegenzug bietet. Du wirst mir das gleiche geben, das mir die Kinder gegeben haben, die an diesem Strand gekommen sind. Dein Leben. The monster loomed over me, and I thought that was it. This was the end. But the hobgoblin, he jumped in front of me, and the next thing I knew... Nein, nicht der Kobold. Oh, nicht der Kobold. Ich komme nicht an den Sack des Kobolds heran. Das lässt sich nicht mehr reparieren. Ich möchte... Hup. Boden liegt überall klebriger Schlamm. Wie geht der? Boden liegt überall klebriger Schlamm. Ja, scheiße. Kacke, wie soll ich denn jetzt da rankommen? Ich komme nicht an den Sack des Kobolds heran. Liegt hier irgendwas vielleicht? Nach all dem, was passiert ist, kann ich nicht zum See gehen. Nach all dem, was hier passiert ist. Hier muss eine Melodie rein, oder? Das sieht aus wie ein Notensystem. Ich kann nicht die Sachen ablegen, die um das Kelp hier beizurufen. Och, scheiße, Leute. Okay, erstmal zur Höhle. Ich frage mich, ob die Höhle das Kelpis ist. Ach so, nee, da müssen wir hin. Erstmal zum Waldweg hoch. Vielleicht finden wir da irgendwas, was wir benutzen können. Oh, scheiße. Ast. Ein seltsam geformter Ast. Das ist gerade so außer Reichweite. Okay. Komm ich da ran? Das funktioniert nicht. Jemand oder etwas hat an einer dieser diversen Früchte geknabbert. Da. Ich weiß nicht, welche Früchte das sind. Solche Früchte habe ich noch nie gesehen. Du bist jetzt auch in so einer Art Wunderwelt, du. Aber nicht der Kobold. Nicht der Kobold, der war nett. Mann, zum Wagen. Oh, liegt da wer? Tote Frau. Das ist ein wilder Affe. Er sieht verärgert aus. Was bewacht er nur? Piken, Fruchttasche. Ist das Fionas Mutter? Oh mein Gott, Leute. Ist das vielleicht Fionas Mutter? Eine alte Kiste, auf der ein X eingraviert ist. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter Wagen. Ein zerfallener Wagen. Wie lange steht der hier schon? Ein hübsches Mobile, aber die Gewichte fehlen. Da ist das Kelpie, oder? Ja, du siehst ihn hier rumschwimmen. Seltsamer Baum, was ist das dort oben? Eine Art Nest? Das ist nur eine Elfe. Ach, so ein Mist. Hier können wir auch nichts machen, oder? Wandbild. Ranke. Ich muss alle Ranken abschneiden, um die oberste zuerst. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Die oberste zuerst. Na nun. Ja. Das ist die oberste. Ich muss die Ranken in der richtigen Reihenfolge abschneiden. Oberste zuerst, hä? Hä? Ach so, ich muss die Mauszeige direkt auf die Ranke dann packen, ansonsten funktioniert nicht. Alles klar, ich dachte, ich habe immer auf die Spitze des Messers geguckt.
Wandbild verlassen. Das Wandbild der Kelpie ist immer noch erhalten. Ja, hier. Da, nein, da war noch eine Elfe. Da war noch eine Elfe. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit, du Olle. Was lädt der denn jetzt so lange? Da. So. Aber ich denke, das ist Fionas Mutter. Was machen wir denn dann? So. Brauchen wir vielleicht die Früchte? Können wir die abschneiden? Ich habe solche Früchte noch nie gesehen. Ach so. Ach, dafür brauchen wir die Fruchtschalen. Damit wir dann wissen, welche ich abmachen muss. Ach, da muss noch eine Elfe. So, da ist ein Ast. Der Ast nochmal. Komme ich aber auch nicht ran. So ein Dreck. Zerfallener Wagen. Wie lange steht der schon hier? Können wir den freischnüppeln? Nee. Was ist das X-Ding? Was machen wir nur? Warum stehen hier überall Bänder drum? Warum? Alter Wagen, zurück zum Waldweg. Zurück zur Klippe. Es ist dort eine Art Nest. Wir müssen hier irgendwo was übersehen haben. Okay, gucken wir mal. Bild ist mir noch erhalten, wir haben hier nichts. Ach komm schon. Ja, was sollen wir machen? Wo fängt steht der tote Frau, Alter? Was ist, wie viel ist ab FSK? Ist das freigegeben? Guck mal kurz. Hier, FSK 6. Da sitzt hier so eine ich stelle mir gerade vor, wie so ein 6-jähriges Kind davor sitzt und dann steht da eine tote Frau und da liegt so eine Leiche in der Gegend. Ja, super. Waldweg, Höhle. Wir können nicht zur Höhle. Können wir hier nochmal vielleicht was finden? Hoppala. Kann ich hier mit dem Messer irgendwas machen? Ja, was sollen wir denn jetzt machen, bitte? Okay, ich würde damit sagen, das war's erstmal wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt erstmal Päuschen und dann, ja, bis bald. Tschüss.